Hallo lieber wieder, herzlich willkommen bei In Balz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im April 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, wieder. Alles Gute zum Geburtstag. Schön bist du geboren, schön gibt es dich. Wieder ist für mich, ich habe hier, schau. So sieht das aus bei mir. Ich habe hier so ein Whiteboard. Ja, du hast Skorpion vergessen. Ich vergesse, also es ist alles notiert. Alles notiert. Wieder ist für mich immer so ein Sternzeichen, das ich nehme, wenn ich einen Push brauche. Ja? Wenn da jetzt 1, 2, 3 langweilige Legungen waren und ich sage, ich da etwas Innovatives brauche, einen Push brauche, Feuer brauche, dann greife ich zu Wider, ich greife dann auch zu Schütze. Ja, ihr zwei seid so sehr innovative Sternzeichen, die immer vorwärts pushen. Ja, immer vorwärts pushen. Gab es da mal Liebeskummer bei deiner Legung? Gab es das? Ich habe im Mondzeichen. wer hat wieder sonst noch im Mondzeichen? Ja, es gibt ein Geburtstagsgeschenk. Ja, ich erkläre es dir gleich. Wer hat sonst noch wieder im Mond? Weißt du, was das bedeutet? Dass du dich so verliebst und so wieder entliebst. Schnelle Gefühle. Ja, schnelle Gefühle. Ja, aber gut. Wenn man toll ist, dann sollen doch alle was von einem haben, gell? Wäre doch schade, oder? Wenn man da sich an eine einzige Person da bindet, gell? Und dann gehen alle mit leeren Händen aus. Aber eben wieder im Mond, das ist dann schon... Also es ist da einerseits... ist es toll, weil man sich schnell für etwas begeistert, aber eben, ja, die Entgeisterung kommt genauso schnell. Weil es ist, wieder ist das erste Sternzeichen plus das erste Feuerzeichen, überhaupt auch das erste Sternzeichen von der Dreiergruppierung da. Und oder es geht um Innovation da, es geht nicht um Bleiben, Verwurzeln und Ausbauen und nein, sondern Ideen und weiter und neu, dies, ne, immer vorwärts. Ja. Ne, ist so. Ja, kann einem helfen, wenn man sich das bewusst ist, dann kann das schon, oder? Erkenntnis ist schon ein Teil der Heilung sozusagen, kann das schon helfen. Wie gesagt, alles Gute zum Geburtstag wieder. Genieße deinen Tag, tu das, worauf du Lust hast. Nicht das, was die Gesellschaft vorschreibt. Nee, du musst diese dummen Leute nicht treffen. Musst du nicht. Bleib zu Hause. Und du musst nicht zu Hause bleiben, kannst diese Leute treffen, wie du willst. Tu das, worauf du Lust hast. Esse Dinge, die du sonst nicht essen darfst, kannst, sollst. Okay, trinke, was du nicht trinken sollst. Okay, hau rein mit Coca-Cola. Egal, ist dein Tag. Von mir gibt's die Fortsetzung zum Geburtstag. Ja, ist kostenlos für dich. Jetzt Achtung, es wird erst im Warenkorb abgezogen. Ja. Wenn du jetzt auf die Fortsetzung gehst, dann wird dort der normale Preis angezeigt. Du musst im Warenkorb, ja, da siehst du dann 0,00. Wird alles abgezogen. Jawohl, ist unlimitiert, ist kostenlos. Okay. Und es ist auch ganz wichtig, ich habe es jetzt bei Fische, habe ich das jetzt zum ersten Mal so gemacht und ich bekomme dann ganz viele Mails von Menschen, die ihre Mailadresse falsch angegeben haben. Also so wird es dann nicht formuliert. Es heißt dann, ich habe es nicht bekommen. Du hast es schon bekommen, aber an eine falsche Mailadresse, an eine Mailadresse mit einem Tippfehler. Ich antworte nicht auf diese Mails. Es ist eine 0,00-Euro-Legung, die du bekommst. Holen musstest du es dir selbst. Also ich kann da nicht auch noch Bürokratie betreiben, gell? Verstehst du? Jawohl, ich habe wieder im Mond. Ich bin da mit den Gefühlen schon bei was anderem. Okay. Holt euch die Fortsetzung, Mailadresse richtig eingeben. Okay. Und ja, du musst das angeben. Warum? Weil ich hier eine Firma bin und ich muss angeben, wem ich meine Ware da kostenlos gebe. Ja, das sind dann 0,00 Abbuchungen, also Auflistungen da dann bei mir auf
Entwicklerseite, ja, Webseite-Entwicklerseite und das, ja, das, ja. Nee, du bist jetzt schon nicht anonym. Nein. Wollen wir mal schauen, was im April auf dich zukommt wieder? Jawohl, schauen wir mal. Zwei der Kelche. Page der Kelche. Ah, hätte ich das mit den Gefühlen nicht erzählen sollen? Nee, aber ändert sich ja nichts dran, gell? Also schau mal, wieder, du lernst hier im April jemanden kennen. Wahrscheinlich hast du diesen Menschen bereits angetroffen, aber so kurz, dass es als, dass dieser Mensch jetzt als Page der Kelche hier auftritt. Hat noch nicht eine richtige Rolle in deinem Leben eingenommen. Hoppala, Entschuldigung. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hey wieder, was ist das für ein Mensch, könntest du mir nichts erzählen? Ja, was ist denn zwischen euch gelaufen, dass da eine Sympathie ist? Würdest du sagen, keine Ahnung, grüezi, hallo, wie geht's, das war's, oder? Und wenn ich dich fragen würde, ja, was genau hat denn dieser Mensch dir gesagt, könntest du auch nicht, also ist, da ist noch fast nichts passiert zwischen euch beiden, aber doch ist hier eine gegenseitige Sympathie vorhanden, okay. Und ich sehe hier noch etwas sehr Süßes, so herzig, du wirst dich im April in irgendetwas an dir verlieben. Ja, vielleicht entdeckst du da ein Muttermal an deinem Ohrläppchen und du so, nee, ich, ein kleines Muttermal, dein Muttermal an meinem Ohrläppchen, so herzig, das ist ja richtig liebenswert, wirst du dir denken. Oder vielleicht hast du nie wirklich bemerkt, dass du eigentlich Sommersprossen hast und jetzt siehst du das und du so, no. Vielleicht siehst du zum ersten Mal deinen Rücken und du so, what? Das ist mein Rücken? Oh, habe ich einen geilen Rücken. Also da gibt es etwas an deinem Körper, in das du dich verlieben wirst im April. Also vielleicht siehst du ein Foto, ja, von deinen Beinen, ja, was da einfach irgendwelche Shorts angezogen, läufst da in der Gegend rum und klicks, gibt es ein Foto davon und du so, wow. Was sind das für Beine, die ich da habe? Wow, ich bin verliebt. Ja? Sehr herzig. Ja, mit diesem Menschen wird dann mehr draus, gell? Also das mit den Gefühlen wieder. Nee, das gilt dann für alle. Mond, Venus, Aszendent, Sonnenzeichen. Schnelllebiges Sternzeichen. Erkenntnis ist der erste Schritt, gell? Erkenntnis ist der erste Schritt, da steht dir was Größeres mit diesem Menschen bevor. Sei dir bewusst, dass du ein schnelllebiger Mensch bist. Okay? Du musst nicht, niemand zwingt dich hier dazu, aber es führt in diese Richtung. Und wenn du sagst, hey, ich will, ja, weil ich bin schon schnelllebig, aber ich brauche etwas Stabiles, ich brauche etwas Langfristiges in meinem Leben, dann sei dir einfach über deine eigenen Charakteristiken bewusst. Okay, ich sage nicht, geh nicht hin und verspreche was Falsches, sondern oder krieg dich unter Kontrolle diesbezüglich. Der Gehängte. Soll ich nicht? Soll ich nicht? Das ist hier, habe ich den Wagen hier liegen, hier habe ich, ja eben, na, du genießt dein Single-Leben. Der Wagen steht für Disziplin. Was ist Disziplin? Man hat Durst und trinkt nicht. Stattdessen arbeitet man jetzt, ja, brutal gesagt. Der Wagen, ich habe zwar Hunger, aber ich werde jetzt nicht essen. Ich bin zwar müde, aber ich werde jetzt trotzdem laufen. Ich bin eigentlich total schläfrig. Möchte ich einfach nur mich hinlegen. Am liebsten würde ich gamen. Am liebsten würde ich PlayStation anschalten und gamen. Aber nein, man verzichtet auf Gelüste und widmet sich der Arbeit. Okay? Der Hierophant hier, den ich dir vorhin gezeigt habe, der sich vorhin gezeigt hat, erfordert von dir Disziplin, sprich Verzicht auf das Auf und Ab deiner Gefühle. Also die Gefühle werden auf und ab gehen. Momentan empfindest du hier sehr viel Liebe für diesen Menschen, sehr viel Sympathie, sehr viel Wohlwollen, sehr viel warme Energie spüre ich. Aber es wird dann sehr schnell der Moment kommen, wo die Gefühle abflachen. Und das hat dann nichts mit deinem Gegenüber zu tun. Und du musst dann in diesem Moment dir bewusst sein, dass das dein Wesen ist und du dann, obwohl du
gut, das darf ich jetzt auch nicht sagen, aber obwohl da die Gefühle abgeflacht sind, ja, diesen Menschen dann nicht kalt behandelt, sondern diszipliniert an der Beziehungsarbeit hier arbeitest, ja, dran bleibst. Nein, deswegen der Gehängte, soll ich das wirklich, fragst du dich, ja, muss das jetzt sein, soll ich da wirklich das von mir abgeben, soll ich jetzt wirklich meine flexible Gefühlswelt da erstarren lassen, so siehst du das. Ja, für dich ist das eine Starrheit, die du dann hier einführen sollst. Okay. Ach, der Münzen umgekehrt. Soll ich dir mal was sagen wieder? Es macht dich überhaupt nicht glücklich. Deine momentane Lebensweise. Dieses, ich habe jetzt Lust auf das, also tue ich das. Ich liebe jetzt das, also liebe ich jetzt das. Ah, das liebe ich nicht mehr, jetzt liebe ich das. Es macht dich nicht glücklich. Ach, der Münzen umgekehrt, der Teufel hier. Du, sorry, du hast Geburtstag und ich rede hier so hart mit dir. Ich muss dir die Messages überbringen, die die Karten dir bringen, wieder. Die Karten sagen dir, dass du diese Eigenschaft an dir zu einer Schwäche ausgebaut hast, anstatt es zu einer Stärke auszubauen. Wie kann man es zu einer Stärke ausbauen? Indem man zum Beispiel sein Netzwerk ausweitet, oder du könntest dein Netzwerk ausweiten. Du kannst sehr schnell jemanden mögen. Wenn du dann diesen Menschen nicht mehr so magst, ist das kein Problem. Es bleibt einfach nur eine Person in deinem Netzwerk, muss nicht mit diesem Menschen jeden Morgen im gleichen Bett aufwachen. Du kannst zum Beispiel, oder kannst viele Freunde kannst du haben. Du kannst zum Beispiel Unternehmer, Unternehmerin werden. Putzen, geil. Buchhaltung, geil. Marketing, wow. Und jetzt, oder mag ich nicht mehr putzen? Gut, dann wende ich mich dem Marketing zu. Langweilt mich Marketing? Gut, dann werde ich mich mal der Excel-Arbeit hinwenden. Wow, jetzt bin ich gelangweilt, also gehe ich jetzt zur Buchhaltung über. Und so kannst du dann zwischen all diesen verschiedenen Bereichen dann immer wechseln. So ist es eine Stärke. Und dann wäre das so. Und das hier, der Teufel wäre nicht hier. Aber wieder, du hast es zu einer Schwäche ausgebaut. Und zwar hast du diese Schnelllebigkeit hier. Gib mir einen Moment. Diese Teufelskreis. Okay. Du hast diese Schnelllebigkeit in dir, dieses Ich liebe dich jetzt nicht mehr, hast du in der Liebe angewendet, um hier zu verhindern, dass irgendjemand dir allzu nahe kommt. Warum weiß ich das? Ich weiß das, weil das erst jetzt aufkommt, da du Gefühle für jemanden entwickelst. Vorher kam dieses Thema nicht auf. Jetzt kommt es auf. Weil hier kommt jetzt Widerstand. Du hast jetzt hier einen Menschen, wo du dich zusammenreißen sollst. Du hast jetzt hier einen Menschen, wo du dich nicht entlieben möchtest. Und plötzlich musst du dich hier mit der Tatsache beschäftigen, dass du Schnelllebigkeit in Liebesbeziehungen gelebt hast, ausgelebt hast. Soll ich dir was verraten? Verlieben passiert nicht so. Nee, es ist nicht so, dass man jemanden sieht und dann bin ich verliebt. Verlieben, Liebe, sagen wir mal Liebe, entsteht, indem man sich einander emotional öffnet. Sitzt das? Gut. Das ist das, was du die ganze Zeit versuchst zu vermeiden. Dieses ich liebe dich jetzt nicht mehr, jetzt liebe ich dich wieder, jetzt nicht mehr, dieses Auf und Ab, weißt du, was das ist? Das ist Stabenergie. Du bist ein Feuerzeichen.
Das hatte nie was mit Verlieben und Lieben zu tun, dieses gefällt mir nicht, sondern mit gefällt mir nicht, gefällt mir, gefällt mir nicht, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das war kein Lieben entlieben, Lieben entlieben, Lieben entlieben. Ja. Großes Missverständnis hier. Ja, da gab es ein großes Missverständnis. Easy, easy, Hauptsache, ja, bei dieser Person hier schauen wir genauer hin. Du wirst dich hier zusammenreißen. Du wirst dich hier zusammenreißen wieder. Mit Ass der Münzen wird es hier zwischen euch beiden eine Gelegenheit geben, um hier durchzustarten, ihr zwei. Ja. Und dann hier 9 der Münzen. Und dieses Mal wird es richtig gemacht. Dieses Mal stehst du auf beiden Füßen. Dieses Mal 8 der Münzen hier, 9 der Münzen hier. Korrigierst du die Situation. Dieses Mal sagst du 9 der Münzen, ey Gott, verdeckel, ich bin nicht dieser Typ Mensch im Liebesleben. Ich bin im Liebesleben, bin ich eine Person, der man vertrauen kann, auf die man bauen kann, die hier ganz genau weiß, was nächstes Jahr in seinem, ihrem Leben sein wird. Und dementsprechend werde ich hier mit diesem Ass der Münzen hier umgehen. Der Hierophant hat sich vorhin gezeigt. Der Hierophant steht für das Höchste an Beziehungen, das du in deinem Leben haben kannst, das für dich auch gesetzlich möglich ist. Wir haben hier Ass der Münzen, 9 der Münzen, das führt dann zu 10 der Münzen. Das Angebot von diesem Menschen hier, der dir so sehr gefällt, wieder kommt hier genau zum richtigen Zeitpunkt, an jenem Zeitpunkt, wo du hier deine eigenen Teufelskreise hier erkennst und auflöst, damit du hier auch das entsprechende Angebot schön annehmen kannst. Ja? Die Fortsetzung ist kostenlos. Nee, ist auf der Produktseite nicht sichtbar. Das ist da auch passiert bei Fische, ja, dass viele dann schrieben, es ist nicht kostenlos. Auf der Produktseite siehst du den Preis, jawohl. Siehst du den vollen Preis? Ich weiß. Im Warenkorb dann nicht mehr. Im Warenkorb wird es abgezogen. Das ist, um Betrugsfälle zu vermeiden. Es gibt dann Leute, die sehen, oder wenn ich das auf der Produktseite machen würde, ich rede jetzt, weil die Legung jetzt dann auf der anderen Seite vorwärts geht, wenn ich das auf der Produktseite machen würde, ist auch schon passiert, dass ich auf der Produktseite die Vergünstigung gemacht habe und dann haben ein paar schlaue Leute abonniert zu diesem Preis. Gell? So, dass sie dann die nächsten 12 Monate auch zu diesem Preis bekommen. Ich sehe sowas und ich storniere sowas. Und ich sacke den vollen Preis ein für das erste Video. Also das, ja, das, na, deswegen mache ich das und ja, das, man muss da zum Warenkorb rüber. Da sieht man es dann. Okay. Ich werde hier wieder mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.